Was ist eine Sektorrotation? Ja, insgesamt gibt es ja für mich so zwei große Arten von Aktien, Wachstum- und Value-Aktien. Kann man da nochmal aufteilen in die eher offensiven und defensiveren davon. Und manchmal kauft halt die Börse nur die einen und manchmal nur die anderen Aktien. Meiner Meinung nach sind langfristig Wachstumsaktien attraktiver, vor allem wenn man sie zu einer fairen Bewertung kauft. Ja, weil so Tenbäcker geht eigentlich nur über Wachstum oder eine Restrukturierung über einen normalen Zeitraum. Und wir haben jetzt eine Sektorrotation, die schon so ein Jahr anhält ungefähr. Das ist sehr, sehr selten. Ja, normalerweise ist das vielleicht mal eine Woche oder ein paar Monate oder auf Tagesbasis. Ein Jahr ist halt vor allem durch Corona bedingt. Da gab es halt krasse Übertreibungen nach oben, weil sich das Wachstum bei Digitalfirmen beschleunigt hat. Aber jetzt gibt es halt auch Übertreibungen dann nach unten, weil das Wachstum halt wieder zurückkam. Das Wachstum von 2-3 Jahren kam dann in einem Jahr und dann danach ist dann wieder niedriger und die Algorithmen denken dann, jetzt das niedrige Wachstum gibt es für immer. Und deswegen gibt es dann auf diese Effekte, die es nach oben getrieben haben, auch in die andere. Das kann sich aber auch sehr, sehr schnell drehen. Ich denke, die letzte ganz große Sektorrotation hatten wir eigentlich so Jahr 2000, ne, wo es auch was Neues gab, wo alle gedacht haben, das Internet verändert die Welt, hat es ja dann auch, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Und sonst waren es eher so auf Monatsbasis. Man soll sich davon nicht so verrückt machen lassen. Und wenn man das, glaube ich, unten erwischt, ist es auch immer eine sehr, sehr gute Chance, wie es auch, glaube ich, mit meinem Fonds möglich ist. Aber man sollte einfach wissen, manchmal sind halt die einen Aktien mehr in Mode, mal die anderen. Das kann man auch immer schwer voraussehen, weil das durch Algorithmen, durch Makrosachen bedingt ist. Und man sollte nicht versuchen, das zu sehr zu timen, abgesehen von der Bewertung. Das, so verstehe ich das Thema Sektorrotation.